Hallo und willkommen hier zurück auf Sichtkontakt zu feindlichen MacRider. Auraxis. Und wir befinden uns noch immer hier im Angriffsmodus. Hoffe ich. Jo, und ich bin auch mit dabei. Aber das ja, genau. Der YouTube Setman ist nach wie vor mit dabei und natürlich auch meine Wenigkeit. Und ja, hier ist irgendwie. Jo. Denkst du denn, es gab. Warte. Und da. Irgendwie. Sind unsere Jungs jetzt weiter da hinten wieder. Wie unsere. Ach ja, dann ist eine Gegenoffensive gekommen. Oh, ich habe sogar noch einen Killassistent dafür gekriegt. Okay. Warte mal, wir haben da eine Spawn-Beacon. Wir rücken mal weiter vor. Immer so in der Gebirgskette entlang. Okay, lauf du mal vor dann. Du willst da irgendwo eine Spawn-Beacon hinsetzen in der Basis, oder? Damit wir, für uns beide, dass wir mindestens am Rand nochmal eine Attacke machen können. Okay. Wow. Mac weiter, renn. Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Aber das Mac weiter wieder in den Gebirgen? Ja, die Gebirgen sind. Die kommen da leichter hoch als unsere Panzer. Nee, der hat uns gemacht. Der hat uns nicht gesehen. Wo ist er denn? Der ist schon wieder Richtung Base gefahren. Okay. Komm, warte, ich mach hier die Spawn-Beacon hin. Gut. Alter, mir macht das hier gerade wirklich Sorge in dem Gebiet. Da vorne ist er wieder. Kontakt zu einem MacRider. Ja, aber nicht schießen. Wir machen Aufklärung eigentlich jetzt. Ein bisschen. Feindliche Galaxy im Einsatzgebiet. Du persönlich, wir können wirklich nicht so großartig viel machen. Naja. Da ist wieder ein MacRider. Da ist noch eine feindliche Galaxy. Oh, eine R4. Galaxy, runter. Sie ab. Naja, nee, die verpieselt sich, oder? Oh. Ja, nee, die hat uns aber gesicht. Okay, renn. Tot. Ja, aber renn trotzdem weiter, bitte. Okay. Die Mac weiter gucken trotzdem immer nach. Siehst du? Alter, wir haben gerade so einen Lack. Alter, sind die doof! Aber ist da hinten schon die NK? So, und vorne hinten? Jo, NK, wir kriegen hier gleich, wir haben gleich 2-3 Frontenkrieg. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist so ein anderer Panzer gefahren, kein MacRider. Ja, ich gebe dir mal Info von der TR. Vielleicht unterstützen wir uns gegen der. Oh. Spawnpunkt des Feindes gesichtet. Guck mal da. Ah. Guck mal da. Ja, ich seh's. Oh, da fährt auch noch irgendwie. Sichtkontakt zu Die sind wieder hinten an unserer Basis. Zu einem MacRider. Wir sind geil. Jo. Kann. Sag mal, kommt der jetzt zu uns hoch? Nein! Der beschießt die Galaxy. Okay, renn! Der hat uns gesehen! Renn! Entschuldigt, ich bin leicht müde jetzt. Einfach ins Gebirge rein, so weit wie es geht. Ja, fährt schon wieder ab, glaube ich. Eieieiei. Nee, die wollen mit der Flash hier reinhauen. Oh. Mit der Flash? Komm, draufhauen. Und da ist schon NK drum. Oder? Sichtkontakt zu feindlicher Flash vernichtet. Achso. Jo. Warte mal, war das ein NK-Flash? Ich
Hab's nicht gesehen. Jo, da hinten. Das ist doch von NK schon, oder ne? Ein Vanguard gehört doch zu NK. Da hinten. Rechts. Ja, schon. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Feindlicher Sandora im Einsatzgebiet. Nee, nee, das ist noch Bandung. Aua, hinter uns. Hat er dich auch erwischt? Nö. Dann bitte ich um Wiederbelebung. Dankeschön. Ich bring dich wieder in Ordnung. Danke, danke. Der so denkt, der dachte wohl. Und Abmarsch. Wenn jetzt dort schon ein K gerade war, dann laufe ich lieber weiter. Wir sollten wieder weglaufen hier, ne? Jo. Ja. Aber der hat auch nicht gut geschossen. No, also mich hat er auch voll erwischt. Okay, die sind schon wieder an unserem Spawnpoint. Ja. Aber sie. Ja, stützt sie ab? Nee. Da ist noch eine zweite. Feindliche Galaxy ja. Identifiziert. Aber das war gerade mehr Lack. Der hat sein Messer schon gezogen. Der hat gedacht, dass wir uns so, dass sie leichte Beute sind. Ja gut, aber ich sag mal, wir haben, oh, Sichtungsbonus bekommen. Oh, okay. Okay, sowas habe ich seit langem nicht mehr bekommen. Aber der Punkt gehört noch uns, oder? Meine ich das nur? Jo, aber wir ziehen uns trotzdem mal zurück zum Punkt. Wenn hier so viele Galaxies herumkreisen, macht es mir schon leichte Sorge. Ja. Gucken wir mal. Ah, die haben ja jetzt gerade zwei Fronten, klingt ein bisschen. Ah, nee, der Punkt gehört uns nicht mehr. Punkt A ist ja schon übernommen. Ah Mann, ja. Ah. Das wird keines Jahr verstehen, ne? Jo. Jetzt die Frage, wieder hier. Wir ziehen uns zur Bastion zurück. Bastion wieder. Ja. Und diesmal machen wir den Plan, was ich eigentlich schon hatte. Eine Verteidigung aufbauen. Okay. So, Panzerminen. Ja, sowas besitze ich noch nicht. Okay. Am besten dann Ingenieur und alles hochreparieren. Ja, ich kann, glaube ich. Ich habe gedacht, ich stelle hier noch irgendwo einen Sandy hin. Ja, in der Base dann bitte. Eieieiei. Ich stelle den einfach mal bei Punkt B hin. Oder versuch's zumindest. So, wohin können die denn fahren? Das ist so jetzt die Frage, wohin fahren denn die wohl? Eine Mine, zweite Mine. Hey, da wollte ich doch hoch. So. Wo der Spawnpunkt steht. Jo, zweites Spawn Beacon oder. Nein. Steht auch. Oh.
Kommen die? Ne, hier hat jemand seinen Lightning stehen lassen. Verlassen oder normal? Verlassen von uns. Okay. So, von wo aus kommen die denn? Die werden von der Straße attackieren. Wobei. Ist für die, glaube ich, der sinnvollste Weg. Da hinten sind wieder Truppen von uns. Von unserem Punkt. Wenn du auf der Karte guckst, ist da schon wieder auch ein Lightning und Ey, das sein. ist so ein Hin und Her. Ah, guck mal, Kurks, wir haben bald Probleme von Kurks, dann kommt die TR. Von. NK, NK, Entschuldigung. Die NK. Jo. Bei Kurks Headquarter. Achso, da ja. Die übernehmen die gerade, ne? Jo. Alter, die NK ist ja auch sehr stark befestigt. Sehr stark vertreten. Jo. Jetzt die Frage, hier weiterhalten oder nochmal wieder mal nach vorne? Wieder nach Wieder nach vorne. vorne. Ja, das ist so ein ewiger Hinheck jetzt gerade. Eieiei. Okay, dann hole ich mal meinen Transporter wieder. Jo, ich warte am Eingang. Ja, ich habe den jetzt da ganz hinten natürlich geparkt. Sag mal, wieso parken Sie nicht? Ja, bei hinten, bei W habe ich geparkt. Ich frage mich, ich muss noch gucken, wie ich da hochkomme. Komme ich so wieder hoch? Wieso parken Sie denn den da hinten bei Ja, B, weiß der ich Herr? nicht. Ich dachte, das ist schön da. So schlecht. Sie dachten. Ja, ich dachte. Der Herr, im Krieg wird nicht Ach so, gedacht. Sie haben recht. Oh. Jetzt, ich muss mal gucken, wo ich lang fahren muss. Aber nicht. Da. Ach so, ja, okay, alles gut. Ich weiß, wo Gut. lang. Okay. So, nur nicht umkippen. Da wieder auf die Straße. Und wenn wir vorne sind, das wieder gibt's. Oh, wir kriegen gleich zwei Frontenkrieg. Ja? Unten bei Lifcorp Sandwell kriegen wir da gerade Ärger. Also schneiden wir uns hier bald ab, oder was? Yep. Ist natürlich auch ärgerlich. Dann sehen wir jetzt Aber wir rücken trotzdem weiter vor. einfach Richtung NK, ne? Jo. Ah, wir werden so oder so den Krieg hier verlieren auf dem Ja, Kontinent. ich befürchte auch. Aber Inder haben wir ja schön haben wir schön auch einmal wieder angenommen, eingenommen. Oh, von oben. Hast du ihn? Das kannst du dir bitte mal vergessen. Kriegen wir da. Oh ja. Reparieren? Ich repariere. Ist denn noch was oder was? Nur War nur der Liberator, ne? der Lip. Obwohl, irgendwas schießt da auf uns noch. Sichtkontakt zu leichter feindlicher Angriffseinheit. Okay. Wo ist er? Ah, Unter. Mann! Er hat dich erwischt. Ja. Warte. Ich habe meine Waffe gerade vergessen zu ziehen. Nein. Soll ich dich wiederbeleben? Ja, bitte. So. Ich kann dich heilen. So, einsteigen, weiterfahren. Leiterfahren. Er hat Yep. sich unter unserem. Ich hatte Angst, dass der C4 liegt, deshalb bin ich Ja, ausgestiegen. ich bin auch ausgestiegen, also davon mal abgesehen. Na, der hat zum Beispiel zu viel. Da unten kommt er. Ja. Oh, gut. Hier ist down, kannst Wie weit ist weiter. das da vorne, ein Fahrzeug von uns? Jo. Gut. So.
Ah, die TTOR ist mit dabei. Haben wir den Yay! Punkt jetzt hier schon erobert? Ja. Komm, weißt du was? Ich habe eine Idee. Was denn? Die kommen so oder so gleich nochmal zu uns rübergefahren. Wir versalzen ihnen die Suppe. Also, das heißt? Vorrücken und alles niedermähen, was wir da können. Okay. Einfach nur aus Lust von Tollerei. Dahin. Ja. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Der Razor ist hier in der Nähe. Ah, schon wieder. Ja, wir es schon wieder wissen. Er kriegt uns diesmal. Yep. Weil er auch Unterstützung hatte, aber das ist feige. Er konnte es nicht auf sich beruhen lassen, ne? Jo. Okay, ich habe eine Idee. Hier runter. Runter? Wir rücken vor jetzt hier hin. Da in den Moment. Kessel. Oh. Kann man da spawnen oder was? Ja. Dann lasse ich mich nochmal verlegen. Ja, 5 Sandowars. Okay, das ist schon eine Menge. Dass wir hier mindestens Punkte mitbekommen, auch wenn sich das jetzt böse anhört. Denn in gewissen Maßen ist mir das jetzt alles scheißegal, ich will nur noch Punkte sammeln erstmal. Das ist doch gar nicht verkehrt. Jo. Und das haben wir gleich schon erobert. Deshalb auch. Auch wenn wir das hier nicht mehr gleich komplett erobern können, weil uns gleich die Lebensschnur abgeschnitten wird. Ja. Du musst es sehen. Ja, wobei, die müssen uns 2 Gebiete abschneiden. Also bis dahin werden wir es ja wohl noch erobert haben, oder? Jo, und dann können wir Richtung Biolab Und da vorstoßen. oben vom Biolab den Motorpool da erobern wir ja auch schon wieder, oder nicht? Jo. Dann können wir gleich von 2 Seiten einen Biolab-Angriff noch starten für die Aufnahme. Finde ich gut. Das ist doch gar nicht schlecht. Nach 5 Sekunden. Wir können schon mal zu unserer Fahrzeughalle oder uns irgendwo reinsetzen. Oder kann man laufen? Ne, hier gibt's auch schon. Zerkwasch! Die Russen sind da! Werner, die Russen kommen! Hier gibt's auch so ein Jump Pad, ne? Oder nicht? Du gehst bitte jetzt nicht auf Jumppad, du bist dann freitrot. Okay, also einfach hinlaufen. Ja, hinlaufen. Ah, wir können von 2 Seiten einen Angriff jetzt starten. Unten bekriegt sich immer noch die Zerkling-Armee. Kann uns dadurch jetzt nicht attackieren bei Oraxis. Das ist interessant, die Zusammenführung gerade. So, da hinten sind doch die Teleporter hoch zum Jump Pad, ne? Jo. Oh, was war da? Ohohoho. Ey, wir sind schon drinne. Wir müssen nur eigentlich das SKE töten oder ausschalten, dann haben wir's. Oh, läuft. Schutzschildgenerator kritisch. Die sind Ich bin mal über. aufgesprungen. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Oh, der will nicht weiterfahren. Nee, nee, der holt mich Ach ab. so. Na. Ja, ich habe ihn ja angefunkt, dass ich eine Mitfahrgelegenheit Ja, brauche. dann überfährt er mich. Das Schwein. Ja. Gibst du hast ihn angestiftet. Natürlich. Natürlich. Nur um dich zu mobben. So, ich gehe Ja, rein. ich spawn da. Ey. Der will mich schon wieder überfahren. Ziel überprüft. Dann geh doch hier aus. Andere Seite rein. Ich gehe jetzt hier hoch. Vorwärts für den Sieg! Vorwärts für den Sieg! Und ja. Wow, hier oben ist es ja richtig Ja, ruhig. ist schon alles. Oh, da schießt noch einer. Der Widerstand ist ja hier gering. Ah, da ist noch keiner.
Das ist, mal ehrlich, das ist erholsam für uns. Ja. Hier über Relais, der Generator. Hier, Munition. Nimm die Munition. Wo ist denn deren Spawn rum hier, ich ne? Ich kann dich heilen. Sanitäter hier, Munition. Ich leg dich zusammen. Okay, wer hat den Schutzschildgenerator hochgejagt gleich? Weiß ich nicht. Nimm die Munition. Zerstört. Seid ihr bekloppt? Die jagen gleich die SKE noch hoch. SKE kritisch. Ja, kannst du ja reparieren. Alter, das ist... Nein, nichts reparieren. Wenn uns dann die Gegner attackieren, haben wir Probleme. Okay. Aber... Ja. Das vergessen wir. Gegner attackieren, nö. Jetzt überlebt der SKE, kann man das noch abbrechen? Mit ihm. Also. Ja, das Biolab gehört uns. Das ging mal fix. Ich bring dich wieder in Ordnung. Ja. Und keine Kugel verschossen. Was wird denn das nächste? Ja. Wir rücken natürlich weiter hoch jetzt. Also. Wir holen uns das ganze Gebiet jetzt oben. So. Gut, dann machen wir das so. Ah, stimmt, das ist ja abgeschnitten. Die können nicht spawnen, deshalb war das hier leichte Beute. Ah, schön. Also, wieso? Ich bin doch doof. Ich bin auch gerade im Kreis. Ich laufe doch, ich. Ja. Ich finde hier auch nie die Ausgänge, das ist schrecklich. Wir müssen einmal um die ganze Basis rennen. Oder? Nee, das bringt doch. Oder auf Verlegen drücken. Ja, ich meinte jetzt hier in den Teleporter gehen, aber das bringt uns nichts. Da komme ich. Wir drücken auf Verlegen und drücken weiter hoch. So, wie sieht es eigentlich aus? Jo, verlegen und dann einfach an einen Sanura von denen spawnen. Ja, ich bin jetzt durch den Teleporter und dann da hingelaufen. Aber fast hingelaufen. Okay. So, noch vorsichtig über die Straße und links und rechts gucken. Ach, das kannst du dir. Oh, wow. Sag mal, wir haben hier keine. Warte mal, den wollte ich mir so oder so mal ansehen. Das ist wirklich ein schickes Fliegerlein. Oh ja, kann man da noch ein? Bist du da drin? Nee. Du. Aber das ist so das, was man hier aus Star Wars The Clone Wars kennt. Ja, so ein Dropship, ne? Hier, der kommt runter, da können wir noch einsteigen. Oh, ich bin da drin. Einfach rein. Ich auch. Ja, gut. Wolltest du ausgeschützt, oder? Nö, nö, bleib ruhig. Wir bleiben so oder so hier und ziehen danach weiter. Where? Was müssen wir verteidigen, wenn ich fragen dürfte? Aua. Der bringt uns so. Ne. Alter, aber die, wir müssen uns eigentlich gegen alle, eigentlich müsste sich die VR plus, hier die VR plus und wir uns gegen die NK verbinden. Ja, eigentlich schon, ne? Aber das wird nichts mehr werden. Infants now. Alter Dudes. Ach so, das da unten müssen wir verteidigen. Wo bräuchten Sie Hilfe? Ja, wobei. Auf Rückmeldung, danke. Also fliegt jetzt zum nächsten schon hin, oder wie? Ne, das ist unsere Basis, ne? Ne, die nächste fliegt da schon hin. Where's Dark Spaceman? Wenn's möglich. What's going on, Dark Spaceman?
Nur mal eben kurz geguckt. Oh, da oben. Naja, will da nicht hin. Okay, ich würde sagen, aussteigen, wir holen uns diesen Punkt und müssen dann sofort verlegen. Okay. Denn ich habe wieder Befehle bekommen. Ey, das ist schade. Deshalb, Leute, liebe Leute, wenn ihr das hier alles seht, wir brauchen wirklich mehr Leute, damit wir zum Beispiel so welchen Befehlen auch direkt helfen können. Denn wir müssen eigentlich 100 gegen Hoaxian und dort die Tech Base gegen die Angreifer verteidigen. Das ist das Problem. Was du da unten ist, denn? Jo, darunter müssen wir gleich. Komm, A müssen wir nur noch capturen schnell und danach haben wir es erstmal. Gut, dann lassen wir uns verlegen. Die Einrichtung gehört uns. Jo. Lass sie da oben ruhig das jetzt alles capturen. Wir versuchen unten einfach mal alles zu verteidigen, was geht. Okay, Hoaxian. Ja. Ach, scheiße, die haben wir so oder so so gut wie verloren. Also meinst du, lohnt sich nicht mehr zu gehen? Nee, trotzdem rein. Gut, gehen wir trotzdem rein. Ja. Da kann man nicht mehr spawnen, vorne raus. Okay, die haben die SKE rausgeschmissen, ey. Aber da steht noch ein Sandy in der Nähe. Leute, liebe Leute, ich würde auch jetzt sagen, das war es auch mit der aktuellen Folge gewesen. Genau, wir machen mal eine kurze Pause. Jo. Und wir sehen uns direkt in der nächsten Folge auch direkt wieder. Bis dann. Bis dann. Alles Gute.